Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel. Ja, werfen wir noch mal einen Blick hinter die Kulissen, aus dem Grund, weil so viele gerade wirklich im Dunkeln tapsen. Was ist auf der anderen Seite los? Ja, ich nehme jetzt einfach mal nicht so viel vorneweg oder vorweg. Wir schauen einfach mal, was die Karten uns erzählen möchten. Du schaust diese Legung in Eigenverantwortung, mach dir nichts passend, was nicht zu deiner Story passt. All das, was ich erzähle, erzähle ich aus meiner Sicht. Ich bin aber auch nicht der Dreh- und Angelpunkt der Welt. Ich sitze hier, um dich ein wenig zu inspirieren, vielleicht die Dinge auch mal von einer anderen Warte aus zu sehen. Ja, nimm nur das, was für dich passend ist, für dich mit. Interessierst du dich für deine eigene Story, weil du da gerade vielleicht ein bisschen betriebsblind bist, weil das ist man in der eigenen Story ja leichter mal, als wenn man von außen unbeteiligt auf eine Geschichte schaut, dann kontaktiere mich gerne per Signal oder WhatsApp und wir schauen mal nach. Ja, gucken wir doch mal, was das Thema für die nächsten 24 Stunden so ist. Wir hängen so mitten im Vollmond. Das ist eine Phase, das macht den Otto meistens ziemlich gefühlsduselig, aber auch unfokussiert, weil ein Geistesblitz dem anderen folgt. Ihm wird hier immer mehr bewusst, dass wenn er ein gutes Liebesleben haben möchte, ab und zu es unabdinglich ist, auch schon mal mit dem Partner zu kommunizieren. Ja, das ist ihm im Grunde ein Greuel. Er redet nicht gerne, aber wenn er redet, kann er auch viel reden. Wenn er mit dir zusammen ist, eins zu eins, da ist diese Kommunikation gar nicht so notwendig. Da versteht ihr euch blind, da hört ihr euch denken, da wisst ihr ganz genau, wie der nächste Handgriff des anderen ist. Im besten Fall. Aber so, da die meisten eine Beziehung führen oder eine Partnerschaft zu ihrem Otto eingegangen sind, die über die Distanz gemanagt werden muss, da ist das manchmal schwierig, wenn so überhaupt nicht kommuniziert wird oder nur sehr spärlich. Hat aber den Sinn, dass man lernt, sich in ihn hineinzuspüren, hineinzuversetzen. Allerdings ist das auf Dauer eine sehr mühselige Geschichte und noch nicht wirklich erquickend. Ja. Es wird ihm, glaube ich, so langsam bewusst, dass kommuniziert werden darf. Und noch wichtiger wäre es, wenn dieser Kommunikation Taten folgen würden, weil ich weiß, dass im Kollektiv gerade so eine gewisse Müdigkeit aufgetreten ist, immer wieder Brücken zu schlagen, Ottos Richtung. Ja, schau mal einfach mal, was ihn denn gerade so beschäftigt, welches Thema. Oh, das ist das, was ich sagte. Der wird gerade vom Vollmond so regelrecht gefüttert mit Zeichen, mit Visionen, mit Botschaften. Da brauchst du also gar nicht unbedingt wieder mal irgendeinen Hinweis zu geben. Die bekommt er von ganz alleine, weil das Universum ist mit im Boot. Ja, und was sind das für Hinweise, die er bekommt? Was sagt der Mond ihm denn? Communication is the key. Du musst mehr reden. Das ist das eine, was er hier durchbekommt. Er weiß, dass er sich noch durch einige Ängste arbeiten muss. Er weiß auch, dass es dazu notwendig ist, aus der Komfortzone herauszutreten. Er weiß, dass hier der Ausgleich kommen darf, eine Win-Win-Situation geschaffen werden darf, weil bislang war es ja eher so, als dass er die Hand aufgehalten hat. Und die meisten in meinem Kollektiv sind aber jetzt auf Empfang ausgerichtet. Er möchte, dass hier ein neuer romantischer Zyklus beginnt. Und dazu braucht es Entscheidungen. Das ist witzig.
Genau so ein Gespräch habe ich nämlich diese Woche geführt und die Karten, ja, es spiegelt sich immer die eigene Energie, die bricht ja dann doch immer wieder durch, wenn man so eine Legung macht. Deshalb hoffe ich, dass viele jetzt hier in Resonanz gehen und ja, ihr könnt mir ja gerne auch mal berichten in den Kommentaren, wie eure Lage gerade so ist. In welcher Energie steckt der Otto denn? Otto, wer sich jetzt fragt, von wem redet sie? Otto ist nur ein Synonym für deinen Seelenpartner, deinen Herzensmensch, dein Schnuckiputzi. Otto ist der Spiegelname und wenn ihr eine Sache perfekt könnt, ist das euch gegenseitig spiegeln. Ja, was soll ich machen? Hier fliegt die Sonne raus. Herr Otto fängt an, in die männliche Energie zu kommen, holt sein inneres Licht an die Oberfläche. Das ist die Energie, in der er in den nächsten 24 Stunden steckt. Ja, und wenn der Otto strahlt, dann geht die Sonne auf. Das ist übrigens auch die höchste Glückskarte, die das Tarot zu bieten hat. Was soll ich machen? Die Karten zeigen die besten Tendenzen. Nur der Otto zeigt sich in vielen Fällen noch nicht. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als im Vertrauen zu bleiben. Denn die Richtung haben die Karten noch immer auf den Tisch gebracht. Ja, was darfst du jetzt tun? Was rät das Universum dir? Tanze doch einfach ein bisschen. Mach dir da einfach gute Laune. Bewege deinen Körper zur Musik. Mach es dir komfortabel. Bewegung zur Musik gibt dir neue Energie. Tanze zu Hause oder in Gesellschaft. Heute ist Freitag. Wer weiß, was dir dazu einfällt. Dann haben wir die lichtvollen Wege. Auch wenn dein Weg über viele Stolpersteine führt, du wirst in eine neue Leichtigkeit gehen. Glück und Liebe sind dein Lohn. Weil das ist dein Geburtsrecht, glücklich zu sein, geliebt zu werden, Fülle zu ernten. Du darfst es dir aber auch erlauben, ne, das zu ernten. Da sind deine Gedanken wieder gefragt. Wenn du nämlich sagst, das wird ja sowieso nichts, oder ich glaube nicht, dass er sich jemals nochmal meldet, dann stehst du deinem Glück im Wege. Du hast es verdient, geliebt zu werden. Du hast es verdient, in eine glückliche Partnerschaft zu gehen. Und du hast verdient, dass dein Leben leicht und lichtvoll ist. Empfange. Gut, ich nehme meine Karten und schau mal eben rein. Auf unerklärliche Art und Weise ist mein Lenormand verschwunden, dass ich zwei Legungen zurück noch benutzt habe. Ich habe den ganzen Raum abgesucht. Ich war auch zwischendurch nicht draußen. Keine Ahnung, wann sich das wo wiederfindet. Das sind so Dinge, naja, soll ich es halt nicht benutzen, aber komisch ist es schon. Darunter auch nicht. Ich höre jetzt auf zu suchen. Also, ich hätte jetzt gerne, bitte Spirit, gewusst, was dem Otto am Wochenende durchs Köpfchen marschiert, was beschäftigt seine Gedanken. Danke sehr. Er hat auch langsam die Nase voll vom Einzelkämpfertum und möchte gemeinsam Dinge erschaffen, weil das nämlich viel mehr Spaß macht. Und was der eine nicht kann, kann der andere. Aber reflexartig, ja, reflexartig bringt der Mond ihn da auf diesen Trichter. Aber reflexartig springen seine alten Ängste auch nochmal an. Er weiß aber, er muss sich auf die Reise machen, diese Ängste zu überwinden. Einige haben sich vielleicht auch real auf die Reise gemacht, um neue Inspirationen zu bekommen. Aber reflexartig sind dann nochmal Ängste an die Oberfläche gekommen, wo er jetzt ran muss, die er überwinden darf. So, und auf Herzensebene haben wir als erste Karte den Seelenvertrag und die Reunion. Ist ja nicht so, als wäre ihm das total egal. Aber er weiß ganz genau, da kannst du meckern, wie du möchtest. Das ändert nichts an Ottos Einstellung. Er weiß, dass er, hoppla, so rum, er weiß, dass er sich zuerst befreien muss,
bevor er in diese Partnerschaft gehen kann, weil ansonsten hat er immer das Empfinden, er steht ein Treppchen unter dir. Obwohl ich ja denke, ne, das ist so, ja, ist aber das, was er denkt. Was ich denke, spielt in dem Moment nicht unbedingt eine Rolle. Und ja, er weiß, dass die Durststrecke jetzt schon eine ganze Weile dauert und sein Befreiungsversuch ebenfalls. Aber er hat halt eben auch in seinem Leben einen ganzen Haufen Murks erlebt und das in sehr jungen Kinderjahren. Das kriegst du so einfach nicht mal abgeschmissen. Wäre vielleicht einfacher mit deiner Hilfe, aber er will es nun mal für sich auf die Reihe bekommen. So, und im Außen zeigt sich jetzt in den nächsten 24 Stunden Folgendes. Und immer wieder diese Fesseln. Was zeigt sich? Ja, dass er einfach nochmal durch seine Themen marschiert, sich anschaut, wo lege ich mich selber an die Kette? Warum bleibe ich auf der Stelle stehen? Warum lasse ich mein Leben regieren von Sorgen, von Kummer, von Nöten? Warum erlaube ich mir nicht einfach ins Licht zu gehen? Weil es ist genauso sein Geburtsrecht. Und vor allen Dingen ist er eine lichtvolle Gestalt. Manchmal muss man ihn dran erinnern. Nicht mehr und nicht weniger. Aber natürlich nur, wenn er deinem Bauchgefühl entspricht. Er hat tiefe Gefühle für dich, die auch immer mehr an die Oberfläche kommen. Und er hat auch eine Intuition, die sich gewaschen hat. Das darfst du nie vergessen. Und er ist dabei, in seinem Oberstübchen zumindest die Möbel zu verrücken, sich auf den Weg zu machen, Altes zu verlassen, was Neues aufzubauen. Denn all das, was du getan hast in seine Richtung, hat ordentlich Spuren hinterlassen. Also kann es sein, dass in den nächsten 24 Stunden nicht unbedingt ein Lebenszeichen von ihm um die Ecke kommt. In der Zeit hast du Ferien, darfst dein Leben genießen. Das Universum rät dir an dieser Stelle noch Folgendes. Da muss ich mir im Gesamtkontext angucken. Also, jetzt mach nicht den gleichen Fehler. Was heißt Fehler? Verfall nicht ins gleiche Konstrukt wie der Otto und fang an, dir Sorgen zu machen. Fang an, das Ganze schwarz zu malen. Kannst natürlich auch tun, aber dann sind die nächsten 24 Stunden wahrscheinlich nicht so kraftvoll und von Leichtigkeit geprägt. Wenn es aber passiert, dann ist das einfach nur, dass du eben auch noch Themen hast, wo du vom Schatten ins Licht hüpfen darfst. Du darfst dir sicher sein, dass euer Weg hier vorgezeichnet ist und ihr seid so ein altes Ehepaar schon über die Epochen hinweg, dass ihr euch gar nicht verlieren könnt. Und der Faktor Zeit, das ist das Einzige, was blöd ist an der Kartenlegerei, der ist fürs Universum total uninteressant. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe gestern ein Duett rausgehauen. Das habe ich mit einer Frau gesungen, die fast an die 90 ist. Und diese Frau, die strahlt da noch so eine Lebensfreude aus. Das kann man sich bis zum letzten Tag bewahren. Mit einem gut eingestellten Mindset und ganz viel Gottvertrauen. Wir kriegen immer mal wieder Knüppel vor die Füße geschmissen, aber wir können auch lernen, darüber zu hüpfen. Gesundheit ist natürlich das Allerwichtigste, aber auch hier ist das Mindset ein ganz guter Heiler. Ich überlege gerade, ich hätte noch gerne einen Engel, der euch zur Seite steht und dann nehmen wir heute, weil halt eben dieser Vollmond ist auch noch ein Ritual mit der Herzensschlüssel. Red. Ein rotes Kärtchen, der Herzensschlüssel. Sei gewiss, dass alles, was geschieht, nur der Heilung deiner Seele dient. Nutze diesen Herzensschlüssel dazu, alte Muster aufzulösen. Das, was der Otto tut, ist auch noch wichtig für viele im Kollektiv, weil es da doch immer wieder Themen gibt, die mir auffallen, die da heißen, Eifersucht, das Gefühl, zurückgewiesen zu werden, Verlustängste, all sowas. Ja, und der Vollmond, der lädt dich jetzt ein, die ganzen alten Lasten zu verabschieden und über Bord zu werfen. Wie gesagt, ich nehme jetzt noch ein Ritual mit für die, die Lust haben,
ein bisschen zuzaubern. Vielleicht bekommen wir hier eine gute Inspiration. Was unterstützt diesen Prozess in dieser Vollmondphase, Spirit? Danke. Onyx. Er liegt jetzt hier nicht mit am Tisch, aber ich habe hier ganz viel Onyx verbaut in meinen Armbändern. So sieht er aus. Der ist also ziemlich schwarz. Onyx ist ein tiefschwarzer Stein und steht vor allem für Schutz. Er hilft dir, dich gegen schlechte Einflüsse abzuschirmen, damit du dich sicher fühlen kannst. Aber nicht nur das, es kann sich auch positiv auf das Selbstbewusstsein auswirken, dir mehr Mut schenken. Wegen seiner schönen schwarzen Farbe ist er ein beliebter Schmuckstein. Wer keinen hat und sich dafür interessiert, schaut mal in meinen Shop. Da gibt es noch etliche Armbänder, die mit Onyx und so weiter verbaut sind. Wer Lust hat, www.zapunzel.shop. Und die Übung hier lautet: Setze dich an einen ruhigen Ort und nimm dir ein paar Minuten Zeit. Lege diese Karte vor dich, sodass du das Bild vom Onyx sehen kannst. Ich mache dann mal so. Moment, ich muss ja auch noch lesen können. Falls du einen Onyx besitzt, dann nimmst du stattdessen auch die oder kannst du stattdessen auch diesen verwenden. Jetzt kommt die Übung. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und versuche dich zu entspannen. Konzentriere dich nun auf den Onyx und stelle dir vor, wie du von einem hellen, beschützenden Licht umgeben wirst und spüre, wie der Onyx einen schützenden Mantel um dich legt. Und wenn der Herr Otto zu viel an deinem Energieband zubbelt, dann machst du genau das. Das kann jetzt ein helles Licht sein, es kann ein goldenes Schutzmäntelchen sein, das du dir anziehst, aber dann machst du genau das, damit deine Energie bei dir bleibt und niemand in dein Feld funkt, der da nicht hinfunken soll. Das muss ich auch schon mal machen, wenn ich private Kartenlegungen mache, denn je nachdem, mit wem ich zu tun habe, wenn dieser jemand gerade Kopfschmerzen hat, dann fliegen die direkt ungefiltert auf mich zu, aber ich kann sie dann auch direkt wieder zurückschicken. Dadurch bekomme ich eben meine Erkenntnisse über die Menschen. Mein Körper ist immer der perfekte Spiegel für, ja, da durfte ich auch lernen, mich abzugrenzen. Seitdem geht es mir deutlich besser. Das Abgrenzen von so einem Otto ist nicht immer ganz so einfach, aber manchmal eben auch notwendig. Und das sieht er schon als Rückzug, wenn er sehr fein eingestellt ist. Ich belasse es dabei, ihr Lieben. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du keins meiner Videos verpassen möchtest, dann drück gerne da auf die Glocke. Wenn das geschehen ist, dann bekommst du Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich bin dankbar auch für Inspirationen, wenn ich über andere Themen orakeln soll oder wenn ihr den Wunsch habt, andere Themen behandelt haben zu wollen, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare oder kontaktiert mich über WhatsApp. Und ja, jetzt wünsche ich euch eine richtig schöne, gute Zeit, schönes Wochenende und bis dann. Lasst es euch gut gehen. Bleibt mir gesund.